Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, ich grüße euch alle ganz herzlich. Dieses Buch macht jetzt die Runde und dieses Buch lässt mich persönlich nicht mehr los. Dieses Buch hat so viele Dinge deutlich gemacht, anhand auch der Heiligen Schrift in ihrer Irrtumslosigkeit, dass ich Stück für Stück die Dinge ansprechen möchte, die hier von dem lieben Bruder Nathan Bubenzer, ein ganz, ganz lieber Bruder in Christus, deutlich beschrieben werden. Und so möchte ich am Anfang auch die Fragen stellen, die er auch in diesem Buch stellt. Warum kommen so wenige aus meiner Generation in die Gemeinden? Warum verlassen so viele junge Leute ihre Gemeinden? Warum haben fast alle junge Männer Probleme mit Pornografie? Warum sind so viele Christen Sklaven ihrer Sünde? Wo ist das Leben in Fülle, was Jesus versprochen hat? Und einige Dinge, die will ich einfach mal durchgehen. Und zwar im Kapitel 3 beschreibt er die Überschrift, warum es so leicht ist, vom Glauben abzufallen. Sprüche 1, Vers 28, dann werden sie zu mir rufen und ich werde nicht antworten. Sie werden mich eifrig suchen und mich nicht finden. Jeremia 2, Vers 19, deine Bosheit züchtigt dich und deine Abtrünnigkeit strafen dich. So erkenne und sieh, dass es schlimm und bitter ist, dass du den Herrn, deinen Gott, verlässt und dass meine Furcht nicht bei dir ist, spricht der Herr der Herrscharen. Ein leeres Heiligtum. Das Jahr 70 nach Christus war eines der dunkelsten Stunden der jüdischen Geschichte. Jerusalem in Flammen, erobert durch Rom. Der römische Soldat Korinius schritt durch den heiligen jüdischen Tempel. Ein qualvoller Anblick für die Juden, ein Heide im Haus Gottes. Vor Markus hing der schöne, massive Vorhang, der ihn vom heiligsten Ort der Erde trennte, dem Allerheiligsten. Unmittelbar dahinter befand sich die Wohnung Gottes, seine Herrlichkeit. Jeder, der sie betrat, würde sofort sterben, zumindest jeder außer dem Priester, der einmal im Jahr diesen Ort betreten durfte. Aber selbst dieser würde sterben, wenn er eine Sünde unbereinigt auf sich behalten hatte. Aber Markus Corinius auf den Vorhang zuging und seine Schritte über den kalten Boden halten, ahnte er nicht, welcher Schrecken hinter dem Vorhang auf ihn wartete. Mit einem selbstbewussten Blick schob er den Vorhang zur Seite, betrat den Raum und nichts geschah. Die Bundeslade war nicht mehr hier. Die Herrlichkeit hatte den Tempel schon vor langer Zeit verlassen. All die Jahre hatten die Menschen Opfer gebracht, doch das Allerheiligste war leer gewesen. Ich kann natürlich nicht sagen, ob es sich genauso abgespielt hat, aber ich denke, dass es ein gutes Bild davon ist, was jungen Christen jeden Tag passiert. Sie fangen an, in ihrem Glauben tiefer zu graben und sich über ihren heiligen Glauben ernsthaft zu erkundigen und finden heraus, vieles stimmt nicht. Einiges ist nicht so, wie es ihnen erzählt wurde. Sie fanden Gott nicht hinter den Vorhang. Die Barna-Studie zeigt, dass fast 6 von 10 Kindern unter Jugendlichen, die in christlichen Gemeinden aufgewachsen, irgendwann entweder ihren Glauben oder die Gemeinde verlassen werden. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Du hast eine Jugendcamp-Gruppe von 10 Kindern und weißt, dass 6 von ihnen irgendwann abfallen werden. Wenn du das nicht laut und deutlich zu uns sprichst, dann weiß ich auch nicht, was uns sonst wachrütteln soll. Meine Bedenken, die ich vor 15 Jahren auf der Couch geäußert hatte, waren eine milde Analyse im Vergleich zur heutigen Realität. Es ist eine Tsunami-Welle über die evangelikalen Küsten,
die die evangelikalen Küsten erreicht hat. Und daran ist nichts übertrieben. Es ist eine Tatsache. Das ist der Ist-Zustand. Wie ist das? Begegnen die jungen Leute Gott in den Gemeinden? Sie begegnen Gott nicht in den Gemeinden, fasst Nathan hier zusammen. Keine innere Kraft, was Süchten und Fehler Selbstdisziplin führt. Keine Hilfe von außen, was ihnen das Gefühl gibt, dass niemand wirklich zuhört. Keine Einheit, was zu Streit und Spaltung innerhalb der Gemeinde führt. Was haben diese drei Dinge mit Gott zu tun? Eine ganze Menge. Eine ganze Menge. Ich finde, dass das Nathan hier sehr, sehr gut zusammenfasst. Und das nächste Thema, was ich ansprechen möchte, ist: einmal gerettet, für immer verloren. Kann ich meine Errettung verlieren? Johannes 16, Vers 2 bis 3. So werden sie werden meinen, Gott einen Dienst zu erweisen, und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Kann ich meine Errettung verlieren? Das ist eine der Top 5 Fragen, die mir Christen jeden Tag auf Instagram stellen. Ich weiß, was die Standardantwort der Evangelikalen ist. Einmal gerettet, immer gerettet. Das sogenannte EGIG. EGIG. Und obwohl ich denke, dass ein Gläubiger Gewissheit über seine Errettung haben kann, ist dieses Konzept bestenfalls irreführend. Und ich möchte sagen, ich möchte nicht in den ihrer Haut stecken. Und ist uns das bewusst, was diese unbiblische Lehre anrichtet? Sie treibt junge Menschen in ein fleischliches Christentum, und gleichzeitig wird gesagt, du kannst eh nicht mehr verloren gehen. Das ist irreführend. Und hier wird eine ganze Generation, die diese Lehre vertreten, schuldig an ihren eigenen Kindern und an der Jugend. Und wir wollen ein paar Dinge klarstellen, was Nathan hier auch zu. Ja, wenn wir den Heiligen Geist empfangen haben, wird er für immer bei uns bleiben. Johannes 14, Vers 16. Ja, er ist die Garantie dafür, dass wir in den Himmel kommen werden. Epheser 1. Und ja, unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Aber dennoch, die evangelikale Version von einmal gerettet, immer gerettet, ist trügerisch. Ihre moderne Vision steht nicht in der Bibel und sie passt nicht zur Realität. Die Realität ist, dass es Menschen an der Tür zum Himmel geben wird, die denken, sie können eintreten, aber sie können es nicht. Sie denken, sie seien gerettet, aber sie sind verloren. Sie sind nie aus Wasser und Geist geboren worden. Matthäus 7, Vers 22 bis 23. Und das lässt einen zittern. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen: Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich ihnen erklären: Ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist entsetzlich und herzzerreißend. Kein Wunder, dass die Menschen fragen, ob sie ihr Heil verlieren können. Aber das Wort ist unmissverständlich. Menschen werden zu Jesus kommen mit Erwartung, belohnt zu werden. Sie werden sagen, dass sie all diese Dinge in seinen Namen getan haben, nicht in ihren eigenen und auch nicht in einem anderen Religion. Sie nannten ihn Herr und hatten sogar geistliche Erfahrung in ihrem Leben. Sie haben im Namen Jesu geweissagt und trotzdem sind sie verloren. Was ist das Problem? Wie können sie denken, dass sie auf dem richtigen Weg sind, und sich doch so sehr irren? Das Problem ist folgendes: Jesus kannte sie nicht. Weißt du noch, was es bedeutet, jemanden zu kennen? Es bedeutet Intimität und Beziehung. Aber diese Menschen hatten nie eine vertraute Beziehung zu Jesus Christus. Und jetzt schreibt Nathan:
Mein Freund, während ich das schreibe, füllen sich meine Augen mit Tränen. Für mich ist das keine Theorie. Es gibt Gesichter, die ich sehe, wenn ich das schreibe. Meine Freunde, Menschen, die für Gott gebrannt haben. Sie bekannten ihre Sünden. Sie lebten nicht in Sünde. Sie waren auf der Straße und führten Menschen zu Christus. Sie lasen Bibelkommentare. Sie waren Jugendleiter und ermutigten andere. Sie kannten die Bibel besser und haben mehr gebetet als der durchschnittliche Leser dieses Buches. Sie wurden nach all den Maßstäben der Ethik gerettet. Und doch haben sie sich jetzt entschieden, offene Atheisten und Agnostiker zu sein. Ich weiß, wie die Ethikprediger darauf reagieren werden. Entweder sie wurden nie gerettet oder sie sind der verlorene Sohn. Die erste Antwort ist einfach. Als jemand, der jahrelang mit ihnen gelebt hat, muss ich zugeben, sie sahen so bekehrt aus wie jeder, der das hier liest. Das muss ernsthafte Konsequenzen für unsere Predigt haben. Sie haben alle Kästchen abgehakt und sahen genauso echt aus wie wir alle. Ich kann nur sagen, in den Versammlungen habe ich das immer wieder erlebt, wenn das Thema Heiligung kam, wenn das Thema Nachfolge kam, wenn das Thema kam Sterben des Fleisches, hat man nur noch die Augen verdreht. Einmal bin ich sogar wutentbrannt aus dem Versammlungsraum gegangen. In welch einer Schäbigkeit, in welch einer Arroganz gesagt wurde, du kannst die Sünde sowieso nicht bekämpfen. Und genau so, wie das Jahrzehnte, Jahre lang aussieht, genau so sieht es in unserer Kirche und Gemeinden aus. Weltförmig, sündhaft, unbußfertig. Und das ist genau der Punkt. Wir können uns jetzt dafür entscheiden, entweder nennen wir die Dinge bei Namen und fangen nicht wieder an, ich kann dir aber von dem sagen und dem sagen, ich bin gemeint, du bist gemeint, ich und du. Wie sieht es aus? Wie sieht es in unseren Gemeinden aus? Das zweite ist eine Täuschung. In der Geschichte vom verlorenen Sohn ging es nie um rückfällige Christen, sondern um einen Sünder, der zur Umkehr kommt. Wie kommen wir also immer noch auf diese seltsame Vorstellung, dass jemand gerettet ist und trotzdem weiter in Sünde leben kann? Und ich sage jetzt ganz knallhart, die Ruhrpott-Mission wird mit solchen Irrlehrern, die die jungen Leute in die Hölle hineinpredigen, niemals zusammenarbeiten. Wer das vertritt, dass man in der Sünde verharren kann und trotzdem nicht verloren geht, ist ein reißender Wolf im Weinberg Jesu Christi. Und mit solchen Leuten möchten wir von der Ruhrpott-Mission nichts, aber auch gar nichts zu tun haben. Ganz eindeutig. Weil immer gesagt wird, ja, wir können, die nicht mit uns eines gemeinsamen Weges sind. Mit solchen Leuten, mit solchen Irrlehrern, die die Jugend so an der Nase herumführen, war ich noch nie eines Weges vom ganzen Herzen gewesen. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Weil wer möchte das mal vor Gott verantworten? Junge Leute in so einer Sicherheit zu wiegen, was solche Brüder, die so etwas vertreten, bitter nötig haben, ist, wirklich in wahrer Reue und Buße diesen alten Schimmelteich aus ihren Herzen herauszufegen. Wie kommen wir also immer noch auf diese seltsame Vorstellung, dass jemand gerettet ist und trotzdem weiter in Sünde leben kann? Nur weil jemand mal seine Sünden bekannt hat und eine Zeit lang einen religiösen Lebensstil geführt hat? Ich behaupte sogar, dass genau diese EIG-Lehre, die Rückfälligen natürlich kennen, ihnen ein falsches Gefühl der Sicherheit gibt. Eine ewige Sicherheit, eine falsche Sicherheit. Aber das Traurige ist, dass sich das ändern wird, sobald sie den Ewigen treffen. Sie werden feststellen, dass sie sich um ihr Leben geirrt haben. Ewige Sicherheit gibt es nur, wenn du die Sünde aus Gottes Perspektive siehst. Seine Perspektive ist es, das Böse zu hassen. Wir können nicht in Sünde leben und behaupten, das Böse zu hassen. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, steht ab von der Ungerechtigkeit. Ein Christ, der in der Ungerechtigkeit, in der Sünde lebt, hat keine Garantie, von Gott gekannt zu sein. Die Bibel warnt davor, dass er Gefahr
läuft, die Worte zu hören, ich habe dich nie gekannt. Es gibt keine fünf schrecklicheren Worte. Hier die traurige Wahrheit. Ein Mensch kann seine Sünden bekennen und trotzdem ein Ungläubiger sein. Saul ist das beste Beispiel. Das ist so. Und ich glaube einfach, wir sollten hier wirklich, das ist mir so stark zu Herzen gegangen, einfach mal wirklich auch sagen, dass das alles auch eine Entwicklung hat. Unsere Evangelisationsmethoden sind schon zutiefst zu 90%, 80 bis 90% unbiblisch geworden. Es wird hier schon keine Buße und wirkliche Buße, die, ohne Buße geht es nicht, hat es einmal Pastor Willem Busch so deutlich auf den Punkt gebracht. Und ohne Buße geht es nicht. Das ist schon das, was dementsprechend in den neoevangelikalen Kreisen immer wieder, immer weniger gepredigt wird. Ja, so man kann sagen, gar nicht mehr gepredigt wird. Und ich weiß, viele, die haben dagegen eine Abneigung, aber ich finde das gut, weil, so wie es Nathan auch sagt, zum Beispiel das Westminster-Bekenntnis, es ist nicht so, dass es perfekt ist, aber was wichtig ist, dass wir auch in unsere Evangelisationsarbeit wieder einen roten Faden hineinbekommen, eine Heilsordnung. Ich muss von Neuem geboren sein, um nicht verloren zu werden. Eine Bekehrung ohne Sündenerkenntnis gibt es nicht. Eine Bekehrung ohne Sündenbekenntnis gibt es nicht. Eine Bekehrung ohne das Hindurchgehen durch die enge Pforte gibt es nicht. Eine Bekehrung ohne dass man den rettenden Glauben ergreift, gibt es nicht. Und ein Seligwerden ohne in der Heiligung zu wandeln und selig zu werden, ohne dass man das Verharren in der Sünde loslässt, gibt es nicht. Gibt es nicht. Und darum plädiere ich zum Beispiel immer wieder dafür, dass man auch mal den Heidelberger Katechismus liest, dass man das Westminster-Bekenntnis liest. Ja, hier gibt es auch die Dortrechter Lehrregeln, das Westminster-Bekenntnis, der große Westminster-Katechismus und so weiter. Ich kann dazu nur raten, sich auch mit solchen Dingen auseinanderzusetzen. Und wenn einer fragt, sieht es wirklich so schlimm aus? Ja, so schlimm sieht es aus. Wir haben alle nötig, Buße zu flehen und zu erbitten und immer wieder den Herrn Jesus Christus zu bitten und zu flehen, dass der heilige Wandel ja in uns hineingelegt wird und dass wir den auch dann im Gehorsam aus Gottes Hand nehmen und auch danach tun. Das ist ganz, ganz wichtig. Es geht hier nicht um eine scheinheilige Frömmigkeit, sondern es geht um Wahrhaftigkeit. Es geht um eine Ordnung, um eine Heilsordnung. Und Gott segne euch. Und Gott behüte und bewahre euch. Der Herr segne sein Wort, denn sein Wort ist und bleibt die ewige Wahrheit. Amen.